Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, dem 14. April. Heute geht es wieder ein Stück weit zur Sache an den Märkten. Wir hatten einen starken Ausverkauf beim Kiwi in der Nacht. Ich muss sagen, ich konnte rein newstechnisch noch nicht viel finden, außer das, was eben hier in der Nacht aus Australien kam. Aber der Kiwi hier insbesondere stark unter Druck heute. Wir hatten den ja gestern im Devisenradar im Fokus. Hier sei nur gesagt, dass der Kiwi generell, und das hatten wir auch im JFD-Devisenradar-Webinar angesprochen, der Kiwi generell wahrscheinlich noch vor Zinssenkungen steht in diesem Jahr. Eins, zwei dürften, könnten mit Sicherheit folgen. Hier scheint mir eventuell was durchgesickert oder eben irgendeine Botschaft in dieser Hinsicht gekommen, aber die BNZ, also die Notenbank von Neuseeland, hat hierbei nicht getagt oder Ähnliches gemacht, aber dennoch enormer Druck auf den Kiwi, bedingt aber auch durch den Zusatz, dass der US-Dollar hier wieder aufdreht, insbesondere gestern begonnen, hat sich hier praktisch bei einigen Pairs, die mit dem US-Dollar im Kontext stehen, hier eine entsprechende Bewegung ereignet. Und das wollen wir uns jetzt mal ein Stück weit genauer beim Major Pair Euro gegenüber US-Dollar anschauen, der nämlich hier ganz scharf zurückkommt. Bislang, ich muss gerade mal sehen, wir haben aktuell 51 Pips abgearbeitet, das war gestern noch ein Stück mehr. Also gestern hatten wir hier eine größere Bewegung, da gab es 123 Pips, auch nicht die Riesenhausnummer, aber dafür, dass Euro-US-Dollar im Schnitt sich aktuell 85 Pips bewegt, ist das doch schon ein Stück weit über dem Maß und man muss mal sehen, wie weit es jetzt hier geht. Wir hatten gestern, und dazu gleich mal in den Stunden, in den Tageschart vielmehr, hier ein Update zum Euro-US-Dollar gefahren. Interessant eben, und das muss man hier einfach an dieser Stelle nochmal unterstreichen, der Widerstand 1,1450, immer wieder genannt und immer wieder bekannt, hier eindeutig definierbar als klare Sell-Zone, und genau das ereignete sich auch hier zum Ende der letzten Woche mit dem Beginn dieser Woche. Hier hat sich Euro-US-Dollar eindeutig den Kopf gestoßen und ist hier nach unten gerauscht. Was ich auch noch habe, das zeige ich Ihnen jetzt mal, ist hier auch eine interessante Konstellation beim ADX, sozusagen dem Trendstärkemesser, der hier immer Trendphasen anzeigt und ihre Reife, ihre Stärke als solches. Und es funktioniert nicht immer, aber wenn der ADX hier über 60 notiert, wie in dem Fall, hier gab es einen Aufwärtstrend und der Wert war über 60, folgten danach schwächere Tage. Hier wieder über 60, starker Aufwärtstrend im Vorfeld und es folgte sogar eine starke Korrektur. Das Gleiche dann auf der Unterseite, also der ADX spricht jetzt hier nicht für Long oder Short, die Richtung, die Trendrichtung ist eigentlich gar nicht so wichtig, vielmehr die Werte über 60, aber hier genau das gleiche Spiel, Wert über 60, tief lokalisiert nach einer Abwärtsbewegung und es ging rauf. Gleiches Spiel wieder, hier zuletzt, dann im März auch hier wieder über 60 und es ging runter die nächsten Tage. Und interessanterweise hatten wir so eine Konstellation hier mit dem Beginn in die neue Woche und das genau an dem Widerstandslevel eben um 1,1460, 1,1450 hochinteressant, wie ich finde. Wir haben aber darauf hingewiesen, dass zunächst kurzfristige Rücksetzer möglich sein könnten. Idealerweise hätte der US-Dollar hier im Bereich 1,1316, 1,1320 hier in dieser Zone, also zwischen dem 38er und 50er Fibonacci-Retracement und, ich muss noch ein bisschen korrigieren, so, wenn ich es zu greifen kriege, und dieser Unterstützung, die sich hier ganz klar ableiten lässt, Moment, so, hier, also aus den Hochpunkten hier vom Februar, März, hier ist ein schönes Support-Level, das ist gestern nach unten aufgestoßen worden und jetzt sieht es eben so aus, als würden wir hier den Plan B fahren, also nicht das direkte Szenario im Sinne einer Stabilisierung um 1,13, 10, 1,13, sondern dass wir hier durchaus jetzt nochmal in Richtung 1,1150 zurücklaufen könnten. Danach sieht es zumindest aktuell aus und Euro-US-Dollar erweckt mir hier den Eindruck, dass er eben entsprechend nach unten weiter abtropfen dürfte. Da ändert auch nichts die Tatsache daran, dass wir im Prinzip gestern und auch heute, schrägstrich zum Wochenabschluss, tendenziell bullische Wochentage in der 52-Wochen-Tendenz haben. Das ist die Statistik, das hier aber die charttechnische Realität und es sieht so aus, als wäre der US-Dollar, zumindest auch das große Geld für diese Woche, eindeutig US-Dollar bullisch gestimmt und insofern hier entsprechender Abgabedruck. Achten Sie auch heute auf das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar. Wir haben heute Notenbank-Event, wobei beim britischen Pfund wird es richtig spannend am 23.06., also hier zum Referendum, das aber dann zu gegebener Zeit mehr. Jetzt hier beim Euro-US-Dollar erstmal die perspektivische Schau, dass es hier wohl weiter runtergehen dürfte, weiter runtergehen müsste. Gegenbewegung könnte mal einkalkuliert werden, aber das präferierte Szenario meines Erachtens ist auf jeden Fall jetzt hier ein Downmove in Richtung 1,1150. Das muss nicht genau punktuell dieses Level sein, aber hier, denke ich, sind gute Chancen für einen neuen Angriff auf der Oberseite.
Und das sollte dann hier entsprechend für einen Impulssong, der dann nochmal das Level 1,1450 hervorruft. Bärischer Bier ist meines Erachtens, wenn es hier ganz klar unter 1,11 geht, also bereits unter 1,1130 hier in diesem Bereich, da muss man dann schon ja, durchaus mutmaßen, dass es dann nochmal richtig tief gehen kann. Da reden wir auch hier über einige 100 Pips in Richtung 1,085, 1,082, hier eine Supportzone früherer Zeit. Da könnte es wieder interessant werden in Sachen Buy-Action, aber kurzfristig erstmal hier weiterer Abwärtsdruck, der sich wohl oder übel fortsetzen dürfte. So sieht es beim Euro-US-Dollar mal aus. Die generelle Tendenz der Saisonalität gibt hier wenig Aufschluss. Sie sehen es hier, die Werte bewegen sich kaum zäh seitwärts mit kleinen Ausschlägen nach oben. Also die Saisonalität gibt uns kurzfristig hier keinen Impuls. Das bärische Bias hat meines Erachtens hier den Vordergrund. Was interessant war, und das nochmal hier, um die charttechnische Situation einzufangen, wir haben in der Vorwoche schon diese Doji-Kerzen gesehen. Wir sehen die Unsicherheit, die der Markt hier hatte. Also hier Ende März ging es hier nach oben und seit April schob sich der Markt hier in einer Seitwärtsrange und die Kerzen, die sprechen ja tendenziell für sich. Natürlich hätte der Markt in Anführungszeichen auch hier nach oben aufdrehen können. Also sprich jetzt hier diese Konsolidierung auf der Oberseite, aber vergessen Sie nicht, der Markt hier aktuell vor einem Widerstand, also Euro-US-Dollar hier vor diesem Widerstand geparkt und dann diese Unsicherheitskerzen, das war mit dem ADX schon eine kleine Indikation dafür, dass es hier runtergehen könnte. Deswegen auch das kurzfristig präferierte Short-Szenario, das jetzt höchstwahrscheinlich auch ein Stück weit tiefer fällt als angenommen. Idealerweise, wie gesagt, hätte er bei 1,13 drehen können, da sind wir jetzt deutlich tiefer und ich vermute, es geht auch noch ein Stück weit runter. Also insofern hier wohl ein schwächerer Tag für den Euro. Also in dem Zusammenhang wollte ich jetzt schon mal hier den Hinweis geben, dass es auch am morgigen Tag, nicht auch, sondern dass es am morgigen Tag kein Devisenradar geben wird, denn wir sind auf der Invest in Stuttgart vertreten, beziehungsweise JFD wird dort Meet and Greet sozusagen machen, wenn Sie im Raum Stuttgart oder der Umgebung wohnen, kommen, schauen Sie doch vorbei, Freitag und Samstag die Invest in Stuttgart. Dort werden wir sein, deswegen morgen kein JFD-Devisenradar, auch keine Stream-Action meinerseits, aber ich denke, es sind ja genug andere da, die sich mit den Märkten auseinandersetzen. In dem Sinne würde ich erstmal sagen, vorab dann an dieser Stelle ein schönes Wochenende und wenn Sie mögen, dann hören wir uns auf jeden Fall Montag wieder, 9.30 Uhr und dann schauen wir mal, wo Euro dann steht. In dem Zusammenhang wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, viel Erfolg bei Ihren Geschäften und auf bald, Ihr Christian Kimmer und tschüss.